Ja, ich habe nicht gedacht, dass ich das irgendwann mal mache, aber meine Lust, irgendwie aktuell ans Cap zu leveln, ist dermaßen niedrig, dass ich mir als Nebenprojekt überlegt habe, ich mache ein Let's Play. Da kann man ordentlich Zeit reindampen. Da gibt es genug zu tun. Und deswegen starte ich jetzt damit. Als Klasse habe ich mir einen Highlander Titan ausgesucht, den ich als Highlander spielen will, weil ich irgendwie noch nie so richtig auf einem Deja-Server einen Highlander gespielt habe. Und jo. Da es mir an absurd Disziplin fehlt, alle 10 Minuten bei einer Lilie, wie heißt das, eine XP-Scroll reinzuhauen, habe ich mir Folgendes überlegt. Ich stelle mir 10 Minuten Timer, um immer meine XP-Scrolls reinzumachen und versuche auch, dass das Video mal mindestens eine Stunde geht. Also ich hoffe, dass ich eine Stunde lang quatschen kann, ohne dass es irgendwann absurd wird. Und erinnere mich und dementsprechend auch euch alle 10 Minuten dran, eine XP-Scroll nachzuladen. Also wenn ihr auch das Problem habt, dass ihr ungern oder wenig im Discord beim Leveln seid und am liebsten irgendwie Musik beim Spielen hört oder irgendein Podcast oder irgendein Hauptsache irgendein Hintergrundrauschen, startet die Lilie quasi gleichzeitig mit mir und dann passiert es euch auch nicht, außer ihr habt diese komischen lila Pötte, dann ist das sowieso Rille. Dann passiert es euch aber auch nicht, dass ihr mal vergisst, für ein paar Minuten den Kram reinzumachen, weil das ist immer übelster Abfuck. Ich weiß gerade, wie viele Prozent ich da schon auf der Straße abliegen lassen, wo ich hätte einfach können, mit ein bisschen mehr Contenance mir die EXP gönnen. Nichtsdestotrotz, ich baller den Bums jetzt einfach rein. Sprich, es geht jetzt los. 10 Minuten starten. Potten einmal durch, buffen einmal durch. Ahaha, wie geil. War es noch so Level, dass man zu wenig Mana hat für beide Buffs gleichzeitig reinzuhauen. Aber das dürfte relativ uninteressant sein. Ihr seht, wir haben drei Ketten des Tigers drin. 5 plus 15 Waffe, ich meine, warum auch nicht? Jetzt können wir defensives Heulen nachziehen. Was soll der Geiz? Also könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Let's Play nicht unbedingt repräsentativ ist für das, was andere Spieler hier in Deja erleben, weil die werden wohl nicht mit drei Ketten und allen Pipapo rundherum starten. Aber da ich einige Items hier schon angesammelt habe, habe ich gedacht, ich mache es mir so einfach wie möglich. Warum auch nicht? Ich habe es mir ja verdient. Ich habe jetzt im Nachhinein, könnt ihr mir mal schreiben, wenn das überhaupt einer guckt, ob ich Game Sound anlassen soll oder ob ich den lieber ausmache und irgendeinen Klimbim Hintergrundmusik drunter lege. Ich versuche das Ganze so ein bisschen One-Take zu machen, weil, um 100% honest zu sein, habe ich keinen Bock, den Kram hier zu editen und dann zu rendern. Man mag es nicht glauben, aber meine Hardware ist etwas garbage. Und ich denke, so ein Stundenvideo, wenn ich da Musik reinlege, wird das die halbe Nacht rendern. Und da bin ich jetzt nicht unbedingt so scharf drauf. Wir haben auch drei. Ach komm. Was soll der Geiz? Was kostet die Welt? Genau, deswegen One Take. Und dann kann ich den Kram direkt bei YouTube hochladen. Papa Barkop gibt mir mein Cash dafür und danach geht's weiter mit dem nächsten Video irgendwann die Woche. Genau. Ich denke, wir werden versuchen, in dem Video auf 17 mindestens zu kommen. Ich weiß, ist gut 50 Minuten möglich, sogar 20 zu machen. Deswegen sollte man 17 wahrscheinlich in einer halben Stunde easy peasy auf den Appel bekommen.
Ich habe aber mal überlegt, da das Let's Play sowieso nicht repräsentativ wird für das, was man eigentlich macht, zumindest im Low Level, auf keinen Fall, dass man gar nicht erst mit, ich glaube, 11 nach Tratan in Procyon-Tempel fliegen, sondern direkt in Juno einfach auf 17 durchkloppen. Dann sieht man mal noch ein bisschen was anderes und verbringt nicht gefühlt eine Stunde oder je nachdem, wenn man neu anfängt, noch viel länger bei den elendigen Ghouls und Mumien und sieht noch ein bisschen hier von der Welt. Das ist auch sowas, was früher anders war. Da hat man einfach irgendwo gelevelt und das probieren wir hier auch. Im Long Run müssen wir uns natürlich oder will ich mich natürlich so ein bisschen zumindest an die Level Guides halten, die im Discord gepostet worden sind. Ich bin mal gespannt. Ab 50 plus haben sich die XP jetzt wieder deutlich angepasst. Das heißt deutlich angepasst, angepasst. Sind jetzt anders als vorher. Das, obwohl der Monster, das Monster-Wiki noch nicht nachgezogen worden ist. Na, Jungs. Dann gucken wir mal. Ich meine, das ist Wochen in der Zukunft, wie wir das dann da handhaben mit dem Leveln in den höheren Leveln. Ziel, wie gesagt, 17 werden in der Stunde wäre ganz nice. Dann können wir ab 17, ich glaube, hat man drei relevante Dailies. Eine in Juno für die alten Elder Drakes, die Lindwürmer heißen die, glaube ich, im Deutschen, die Event-Glücksteine gibt und einen roten und einen blauen Schutzstein, leider nur noch von Level 1 bis 31. Das haben sie relativ früh gefixt, was sehr schade ist, weil ich formuliere es mal so, ich kenne jemanden, der einen kennt, der hat sich einige Chars auf Level 17 gezogen, nur um jeden Tag diese Schutzsteine zu farmen, ohne Namen zu nennen oder mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Genau. Aber ich meine, für Lehrlingswaffen oder 30er Handschuhe oder Level 5 Level 5 Äxte kann man die Schutzsteine immer noch benutzen. Und ich meine, was man hat, das hat man, ne? Genau, das ist die eine Quest. Die Glücksteine lohnen sich immer noch, weil es sind, glaube ich, nur 30 von den Lindwürmern, die man kloppen muss. Das heißt, auch ein paar Minuten gemacht. Vor allem mit dem Equipment, was wir hier haben. Wir werden wahrscheinlich bis Procyon alles One-Hitten. Ist jetzt ein bisschen redundant, natürlich, das Leveln, aber was soll der Geiz? Die zweite Quest ist eigentlich die wichtigste. Das ist in Dratan, die Göttinnen, keine Ahnung, wie die wirklich heißen. Da gibt es eine Event-Lilie. Oh. Jetzt könnt ihr auch mal mit Hitrate, let's go. Vielleicht hätte ich sollen eine Träne des Ritters kaufen. Naja. Da gibt es eine Event-Lilie. Ich habe gehört, eine Stunde. Ich dachte früher mal, das wären 3 Stunden-Dinger gewesen. Kann mich aber auch irren. Ist schon ein bisschen länger her, dass ich die gefarmt habe. Aber ja, für Free-to-Play-Spieler absolut Bombe, jeden Tag da die Gratis-Lilie mitzuholen für, keine Ahnung, 10 Minuten Arbeit. Das ist auch der Spot, wo Chimera oder Venus heißt sie, glaube ich, im Deutschen, mit Abstand am meisten spawnt. Also wenn man da als Low-Level oder als Neuling hingeht, Chimera spawnt und die Koordinaten veröffentlicht, hat man auch oft die Chance, dass wenn jemand kommt und den plättet, die einem alle Drops liegen lassen, außer den Rage Mog. Und ich meine, gratis Loot ist gratis Loot, das soll man mitholen. Und die dritte Quest ist in Merak, ich glaube Räuber und Elite-Räuber. Ich glaube, das sind Räuber. Butcher. Ich glaube, das sind Räuber, direkt die ersten Monster, die Level 27 sind. Wie 50 normale, 15 Elite oder so, der Standard Deja-Quest-Wahnsinn. Ich glaube, da gibt es Herkules-Pette oder irgendwas in der Richtung, was sich auf jeden Fall lohnt. Also die drei Quests sollte man jeden Tag mitholen.
um einen schönen Sammelsurium an Items schon mal sich anzulegen. Egal wie viel Leben man hat, ich würde es auch machen, dass ich dir jeden Tag kurz kloppe. Das geht ja in 10 Minuten relativ fix. Während wir hier Level 8 werden. Und so nach und nach die Items aufbauen. Ich glaube, 25 kommt dann Spinnenquest in Tratan. Und dann geht es immer weiter über Merak zurück nach Tratan. Bis nach Egea, jetzt mittlerweile ganz am Ende. Das ist mal so der Plan. Ich kann mich erinnern, als der Server rauskam, sind einige Leute auf 31 stehen geblieben. Ich glaube, es war 31, um die 17er Quest halt noch ein paar Mal zu farmen, um die ganzen Linien abzustauben. Im Long Run war es das, denke ich, nicht wert, weil man Linien hinterhergeschmissen bekommt. Glaube ich, zumindest habe ich einige auf meinem Main-Char. Von daher sollte man recht leicht an die drankommen. Ja. Genau. So viel zu den Plänen, die jetzt unmittelbar vorherstehen. Jetzt geben wir uns erstmal noch ein bisschen die Werwölfe. Ich glaube, dann gucken wir uns mal die Hornbiester an. Anschließend Richtung Drakes. Vielleicht haben wir noch ein paar alte Werwölfe. Mal schauen, was so auf der Speisekarte steht. Juno bietet ja reichlich Futter oder Opfer, die man umbringen kann. Hornbiester sind 16, das heißt, in zwei Level können wir die auch schon hauen. Ja, keine Ahnung, wer auf dieses Video kommt. Ich sag's jetzt, wo das Video schon 12 Minuten läuft. Wer jetzt auf dieses Video kommt und keine Ahnung hab, auf welchem Server ich hier spiele, Déjà-vu Classic LC, wo ich gerade drüber rede, die Rolle ist abgelaufen. Also wenn ihr zufällig gleichzeitig eine Liga gestartet habt wie ich und XP-Scrolls benutzt, jetzt Rolle nachschmeißen, um maximale Gains die Stunde rauszuholen. Aber was ich eigentlich sagen wollte, Déjà-vu Classic LC hatten vorher auch schon mal diesen Oldschool-Server, der relativ ähnlich war, der aber dann irgendwann in irgendwelchem Custom-Shit abgedriftet ist. Ich sag vielleicht nachher noch ein paar, ich meine, ich habe eine ganze Stunde Zeit zum Quatschen. Ich sag vielleicht nachher noch ein paar generelle Meinungen über den Server, über das neue Cap, wie das Ganze gehandhabt wird. Der Catch eigentlich bei den Servern ist, dass man nur XP bekommt bei Monstern, die ich glaube auf Oldschool waren 7 Level und jetzt hier auf Classic sind 6 Level höher sind als ich. Sprich, ich bin jetzt Level 8, ich könnte maximal zu Monstern gehen, die Level 14 sind. Hornbiester sind wie gesagt Level 16, sprich, ich muss 10 sein, um bei denen kloppen zu können und so weiter und so fort und so. Das sichert halt so ein bisschen, dass man nicht mit Level 20, nachdem er aus dem Procyon raus ist, sich bei was weiß ich, Mumien ziehen lässt, Mumien Sphinxen ziehen lässt oder so. Man ist so ein bisschen gebunden dran, die Welt zu entdecken, hört sich jetzt wilder an, als es ist, weil, sind wir ganz ehrlich, jeder guckt drauf, was ist die beste XP zu HP-Rate bei den Monstern, wo gibt's die meisten, wo sind die am nächsten beieinander, pipapo. Und so erkennt man relativ klar, welchem Level wo zu leveln ist. Da gibt es vielleicht noch den einen oder anderen Unterschied zwischen Nahkampf, Fernkampf und Magie. Weniger Magie, AOE, sagen wir. Wobei Nahkampf generell benachteiligt ist, sagen wir mit dem Titan. Glaube für Nahkampf auch noch die langsamste Klasse. Also Glück auf, sage ich mal. Weil man, das brauche ich keinem erklären, im Nahkampf zu den Monstern hinlaufen muss und im Fernkampf, je nachdem beim Spot, nicht mehr, mehr sich bewegen muss und einfach nur um sie schießt. Und im AOE ist das Ganze natürlich die Main Mage. Sphinxen ist natürlich ein absolutes Fest. Pullt man sich 50 ran und kotzt jeden AOE raus, den man hat, solange bis alles tot ist, während die armen Ritter neben einem stehen und jedes Monster einzeln anvisieren müssen, was ein bisschen Abfuck ist.
Da können wir aber nachher noch ein bisschen drüber reden, über das Geflame und wie das jetzt gelöst wird oder was heißt gelöst, akzeptiert, behandelt wird. Genau. Ja, zum Titan selbst. Ich habe einiges vorbereitet, beziehungsweise ich habe einiges an Equipment hier auf dem Server schon. Ich kann ja mal. Wo habe ich es denn hingemacht? Ne, hier unten. Ich habe quasi noch eine Level 17 plus 15 Axt, weil ich die hatte. Weiß nicht warum. Aber also sieht man ein bisschen mehr als nur die 5er Axt. Bis wir Level 17 sind, dann habe ich natürlich die Lehrlingsaxt plus 15 und dann geht es weiter mit 33 und da, Spoiler, von 33 bis 69 wird man jede Waffe tragen plus 15. Die meisten 37, 41, 57, 61, 65, die meisten habe ich hier schon auf dem Titan drauf. Zwei sind noch auf einem Schurken und ein dritter von mir, die 45er, beide. 49er habe ich im Guildmate, glaube ich, ausgeliehen. Eine 53er ist auf meiner anderen Schurken, warum ich auch immer zwei Schurken habe. Und die 69er tragt gerade meine Mage. Aber bis der Titan irgendwie in dem Bereich ist, sind die anderen Chars, denke ich, auch alle weiter. Und das rotiert so ein bisschen rum. Dann, was Rüstungen angeht. Das Ziel ist es, jedes Set plus 15 zu haben ab 32. Ob das mit 32 schon klappt, ob ich es einsehe, das 32er Set nochmal zu kaufen oder nochmal zu plussen, muss ich mir überlegen. Ich hatte das mal, ich weiß auch nicht, warum ich das verkauft habe. Eigentlich bin ich so ein Messi. Ich sammle alles, vor allem irgendwie Low-Level-Waffen und Low-Level-Equipment. Auf jeden Fall 37, 41. Also dann 46, 53er Sets sind auf jeden Fall am Start. Die sind im Moment auf den anderen Accounts verteilt. Das 70er Set hat die Mage an. Boah, 3 Hits ist schon hart. Dann, ich glaube, das 61er Set hat ein Guildmate sich gerade geplust. Ich hoffe, dass der das bis wir mit dem Titan irgendwann in Wochen, Monaten, Jahrhunderten mal so weit sind, ob ich überhaupt die Kontenance und die Ausdauer habe, bis dahin durchzuziehen mit Let's Play. Hängt auch ein bisschen davon ab, wie das ankommt, ob das funktioniert oder ob das Zeitverschwendung ist. Bin ich mir sicher, dass ich dem das abkaufen kann, da ich das nicht selber plusen muss. Das 66er Set, was für mich eins der geilsten Titan-Sets ist, zumindest in dem Low-Level-Bereich, hauptsächlich weil da diese Mammut-Stoßzähne aus der Brust rauskommen, habe ich heute Morgen noch extra geplust, beziehungsweise von einem Kollegen von einem Mitspieler abgekauft, sage ich mal. Fehlt also nur 56 und 32. 56, früher oder später muss ich dieses Set besitzen, weil ich weiß nicht, wer es kennt, das ist das braune Set für Ritter. In meinen Augen eins der schönsten Ritter-Sets, die es gibt. Also, wenn der Titan das durch hat, irgendwann wird es einen Ritter geben, der auf dem Levelbereich ist, nur dass der das Set trägt, weil es einfach so schön ist. Genau, so viel zu der Idee, was Set angeht. Ich meine, es wird immer ein bisschen dauern, bis man ein Set wechseln, alle 5 Level. Ich glaube 5 Level. Alle 4 Level. Ach. Alle 5 Level. Waffen sind alle 4 Level. Dann kann man immer mal so ein bisschen gucken, wie die Sets aussehen, was die schönsten Sets sind. Kann man dann immer ein bisschen drüber quatschen. Generell, ich meine, ich kenne die Sets alle und habe es mir die Tage auch nochmal alle im Wiki angeguckt. Ist der Titan so ein bisschen wie Mage und die Heilerin? Ich finde die sehr langweilig. Ritter ist für mich das die Klasse, die am ärgsten hervorsticht mit den Sets. Wenn man sich überlegt, dass 32er zum 37er zum 41er zum 45er, was auch ein sehr schönes Set ist für den Ritter, das kurzärmelige, zum 50er das dunkel, na, das ist das schwarz-blaue, ne? Genau. Dann das geile 56er braune Set, was schon angesprochen ist, das 61er türkisene Set. Ich weiß nicht, ob das türkis ist. Ich bin
Als Mann kennt man ja nur die Basic-Farben, also dieses hellblau, grün-bläuliche, sage ich jetzt mal. Und das 65er Set, wie sieht das für den Ritter aus? Das habe ich tatsächlich nicht im Kopf. Oder ist das 66er Set das Türkise und das 61er ist dieses rötliche? Ah, ich weiß es nicht. Jetzt sind wir Level 10 und können zu den Hornbiestern gehen. Genau. Und das 70er Set ist auch so ein All-Time-Classic für Ritter. 70er Set und dann die 69er oder die 73er Duels. Sieht man ja auch öfter mal Leute in der Stadt rumstehen. Gibt direkt so einen geilen Nostalgie-Flash in die alten Zeiten auf Gamigo, LC Germany, als was weiß ich, was das Captor war. War es damals 70, war es 80, ich weiß es nicht mehr. Und die ganzen Top-Ritter in den Sets rumgestanden haben. Ihr hört raus, ich habe früher Ritter gemaint. Zumindest meine Hauptchars auf den Servern waren immer Ritter. Deswegen auch der Fable für die Ritter-Sets. Hier soll es aber jetzt um den Titan gehen. Da können wir uns nach und nach die Sets auch angucken und uns neue Erinnerungen an die Sets bauen. Hört sich jetzt doof an, aber ihr wisst, was ich meine. Genau. Sind schon Level 10. Theoretisch könnten wir skillen gehen. Ich glaube, ich kloppe die Lilie jetzt einfach durch hier. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, jetzt in die Stadt zu porten, nur um dann zu skillen. Vielleicht würde es aber langfristig Sinn machen, mal einen Hitrage-Schmuck zuzulegen. Ich glaube, so einen Billo-Hitrage-Schmuck habe ich noch irgendwo rumliegen. Also den Basic-Schmuck müsste ich noch mit Max-Hitrate-Siegeln irgendwo rumliegen haben. Was sind das dann? 120 Nahkampf- oder Physical-Hitrate? Melee-Hitrate heißt es, glaube ich, dann. Vielleicht würde das schon reichen, wobei es natürlich weh tut, eine Kette auszuziehen. Weil das 100 Damage, 16 Stärke ist natürlich auch lecker. Wo wir gerade überreden, 10 Minuten sind rum, also neue XP-Scroll reinkloppen, wenn ihr auch gerade am Leveln seid. Dann verliert ihr auch keine XP über die Zeit. Sprich, wir sind 20 Minuten drin, gerade mal 10,5. Ich habe einen Speedrun gemacht mit einer Heilerin. Die hat, glaube ich, 52 Minuten bis Level 20 gebraucht. Da war man nach 20 Minuten, war ich da, glaube ich, schon 15 oder so. Also, ja, aber hier geht es ja nicht um Zeit, hier geht es um Ausdauer. Oder ist ja kein Sprint, ist ein Marathon. Wie auch immer, welchen dummen Spruch man hier auch anwenden will. Das ist die Idee dahinter. Ja, ich habe mir jetzt auch mal bewusst, ich kann es mit Tama nochmal zumachen, bewusst kein 31er Unmount Pad dazu geholt, obwohl da bestimmt noch das eine oder andere rumliegen habe. Ich weiß nicht warum, aber ich unzählige Pads auf dem Server, aber irgendwie habe ich mir nie einen Drachen als Unmount Pad gemacht. Und vor allem nie in rosa Drachen. Also haben wir gleich zwei Ziele für dieses Let's Play. Einmal den Titan ein bisschen leveln und wenn wir gerade dabei sind, den rosa Drachen auch ein bisschen mit hochziehen. Mal gucken, ob ich da offline, also was heißt offline, ohne dass die Kamera läuft, den Drachling ein bisschen AFK-Pad-Level mit irgendeinem Job, dem oder einem anderen, ist erstmal egal. Müsste unendlich von den Platin-Pad-Pillen haben, weil man die bei den Sphinx-Dailyen bekommt. Wer den Server spielt, weiß, wovon ich rede. Können wir jetzt schon zu Drakes? Ne, noch ein ganzes Level müssen wir machen. Aber ich glaube, wir können jetzt schon zu den alten Bierwölfen. Die sind, glaube ich, 17, wenn ich mich da richtig erinnern kann. Da steht einer, jupp. Dann lasst uns mal zu den alten Werwölfen gehen. Sehen wir mal ein bisschen was anderes. Ja, übrigens, werde sowas wie, ihr müsst auch Hast und Pferdebuffs nachbuffen, werde ich jetzt nicht ansagen. Ich denke, das merkt man beim Leveln selber, wenn Hast fehlt und
Leveln sich anfühlt, als wenn man durch Sand gehen würde und so richtig zäh wird, und Pferdebuffs spürt man zumindest in den meisten Leveln dran, wenn die Monster wieder Damage kloppen. Das merkt man, glaube ich, selber. Die XP-Scrolle sind nur das, wo ich. Ich weiß nicht, ob es anderen Leuten auch so geht. Zumindest mir geht das immer so. Dann haut man Lilie und ist es eigentlich gewohnt, diesen lila XP-Pot drin zu haben. Und hat es dann einmal, hat man keine mehr und benutzt dann die Scrolls und ist Halbzeit, machst gerade Pferdebuff-Buffs nach und dann merkst du, ach shit, seit 20 Minuten hast du die doofen XP-Scrollen immer drin. Ist halt dann ein bisschen Abfuck. Aber ich weiß nicht, ich glaube, das ist jetzt, es ist Schwachsinn, aber da es mein Let's Play ist, kann ich ja machen, was ich will. Gehen jetzt mal schnell skillen. Bisschen FP haben wir ja, 300. Oh, diese legendäre Juno LC-Musik, auch ganz nostalgisch wild. Was gibt er hier? Oh, das gab direkt ordentlich AP. Attack Speed ist immer tasty. Lauf Speed ist natürlich auch Premium. Critical Hits sind nice. Und Knee Crash ist auch so ein geiler Skill, glaube ich. Ich weiß nicht, ob die Skills Sinn machen. Ich hole mir jetzt auch keine Hast. Aber ich hole den Skill mal rein. Dann können wir uns den mal angucken, weil in dem Low-Level-Bereich. Das sieht man auch bei den anderen Klassen und bei den Skills haben die Bahunsen Game heißt, glaube ich, der Entwickler oder das Entwicklungsstudio, das koreanische. Ich glaube, aus Korea kommen die DLC gebaut haben sich noch so richtig Mühe gegeben mit so ein bisschen Klassenidentität, die Schurken macht Unsichtbarkeit und so weiter, und die Skills sehen auch alle so aus. Gucken wir uns hier mal an. Ah ja, gut, das ist so ein Kniekick, sieht geil aus, wo die Skills noch alle Sinn machen und reinpassen und die Passiven auch. Und irgendwann ging es dann irgendwie nur noch drum, ey, man braucht mal doch hier ein Skill, was ist Nahkämpfer, der muss Damage machen. Ach, scheiß drauf, sieht aus wie ein Auto-Hit, macht 8000% Schaden vom Auto-Hit, aber Crit und Pipapo. Bis hin zum, ich meine, die meisten werden das auch kennen. Auf den offiziellen Servern wurde irgendwann nur noch 100 Cast, 100% Cast ist ja auch schon Jahre her, wurde irgendwann nur noch ein Skill die ganze Zeit durchgedrückt hattest, weil du keinen Cooldown mehr hattest. Bis hin zu, ach, Skills sind eigentlich total irrelevant und jeder benutzt nur noch Outdoor-Attacks, weil die Attack-Speed mit allen getubten Pötten dieser Welt irgendwie 2 ist und jeder ballert 400 Hits die Sekunde raus, plus es gibt jetzt Elemente auf der Waffe und den ganzen Schmutz. Da bin ich froh, dass man das mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hier nie sehen werden. Und es macht auch weiterhin Sinn, auch mit Nahkämpfen, auch mit nicht AOE-Chars die Skills rauszuhauen. Ich mache es jetzt aus Bequemlichkeit nicht. Und aus Mana-Problemen wahrscheinlich am Ende. Aber das ist doch eine feine Geschichte hier mit dem Classic-Server. Als ich aus der Stadt rauskam, bin ich hier in den Spot gegangen, weil das ist für mich irgendwie so ein ganz Hardcore-Nostalgie-Spot. Ich weiß nicht, ob es 2007 oder 2008 war. Wilde Zeit. Ich will gerade überlegen, wie alt ich damals noch war oder wie jung ich damals noch war. Das war bevor der Procyon-Tempel gebufft worden ist. Das kennen die meisten wahrscheinlich gar nicht mehr. Der Procyon-Tempel war ganz früher, war der eigentlich gar nicht so gut. Es war einfach nur so ein Basic-Tempel mit der ganz normalen FP. Und irgendwann wurde der gebufft und es gab mehr FP. Ich glaube, so war das. Sprich, ich wusste gar nichts von dem Procyon-Tempel, generell nicht, dass es den gibt und auch nicht, dass da die FP so viel höher war auf einmal an irgendeinem Mittwoch, Vormittag, als der Patch die durchlief. War es Donnerstag? Ne, ich glaube Mittwoch war Patch-Tag auf Gamigo früher. Und hab mit Level 17
hier bei alten Werwölfen gelevelt als Tempelritter. Ich glaube, es gab damals irgendwie 0,07 schon nur pro Kill für einen alten Werwolf Level 17. Und als Tempelrittler mit plus 0 Waffe brauche ich euch nicht zu erzählen, wie viel Hits man da für so ein Ding gebraucht hat. Und ich weiß noch, ich habe bei meinen Eltern im Laptop auf der Wohnzimmercouch gesessen und 3 Stunden lang feinsten amerikanischen Hip-Hop gehört. Aus der Zeit natürlich. DJ Drama, Mixtapes und so weiter. Wer es kennt, Premium damals. Und hab ohne irgendwelche XP-Scrolls und Lilien, also von XP-Scrolls, das war ja selten, dass man sowas hatte. Und Lilien, da musstest du ja deine linke Niere verkaufen, um irgendwie an 500 Cash bei Gamigo dran zu kommen und sowas, konnte man damals noch gar nicht denken. Und hab da 3 Stunden lang ohne XP-erhöhende Mittel hier alte Werwölfe gekloppt, nur um Level 18 zu sein. Und gehe am nächsten Tag in die Schule und höre von einem Kumpel, Mitschüler, wie auch immer, der auch RC gespielt hat, dass es in Dratan so ein Tempel gibt, wo Leveln und FP irgendwie 5-mal so schnell ist und er ist schon Level 22. Danke. 3 Stunden lang hier die Bastarde gekloppt, während der andere 4 Level gemacht hat. Aber so war das früher. Und wenn das nicht passiert wäre, hätte ich jetzt keine Story zum Erzählen. Genau. Wir nähern uns wieder dem XP-Scroll und dem den Pferdebuffs. Wir könnten jetzt auch schon mit 12 zu Drakes gehen. Da war der andere Spot aber eigentlich nicer. Lass mal überlegen. Reit mal ein bisschen in die Richtung. Das sind die Great Horn Beasts. Die sind noch hoch. Noch viel zu hoch sogar. An der Stelle ist auch der Timer abgelaufen. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat, bestimmt. Ob er das alles schön aufnimmt. Also nochmal neue XP-Score rein. Werde-Buffs durchbuffen. Und dann gehen wir mal nach Drakes gucken. Die müssten ja auch irgendwo rumlungern. Ich glaube, auf der Seite vom Fluss, ja, gibt es die auch. Ich glaube auch an denen ein bisschen. Oh, die gehen sogar One-Hitter. War das ein Crit? Ne, ich glaube, die gehen einfach nur. Oh. Das ist schön. Das ist ein angenehmes Level hier. Dann machen wir hier mal Level 13, 14. Dann gucken wir mal. Trians müssen auch so. Sind die Level. Sind die viel höher? Sie sind, glaube ich, 28 oder sind die 26? Oh, da steht ein schöner AFK-Leveler. Auch Drakes waren damals schon beliebte 26 oder müssen wir Level 20 werden. Mal gucken, wo wir hier alles leveln. Ist ja. Gibt ja Monster genug. Vielleicht gehen wir noch ein bisschen nach Dratan und hauen auf diese Göttinnen drauf oder auf Füchse oder was da rumläuft. Ich weiß gar nicht, ob es in dem Bereich Füchse gibt. Ich glaube nicht. Aber wir werden schon was finden, dass wir halt nicht die ganze Zeit irgendwie im Procyon-Tempel verbringen. Da ist so ein bisschen die Idee dahinter. Dass man mal nochmal was sieht. Eben. Ja, genau. Ach ja, ich wollte noch über das Cap reden. Über den Server selbst. Was hier so abgeht. Wie er ankommt. Spielerzahl. Ich glaube, die Spielerzahl ist in den, ich nenne es jetzt mal Rush Hour, wo die meisten Leute sind abends, sind immer so 100, 200 Chars online. Jetzt kann man davon ausgehen, dass eigentlich fast jeder einen zweiten Char online hat für entweder eine Hastmage oder was auch immer oder eine Clary im höheren Level oder vielleicht sogar beides. Also, ich denke, ein faire Annahme wäre, dass 80 bis 100 Leute aktiv spielen, also mehr als ausreichend, um hier anzufangen. Und da es einen Markt gibt, dass es Schlachten gibt, PvP gibt, ist jetzt nicht so meins, aber
scheint auch zu florieren. Level Cap wurde jetzt vor 2 Wochen, 3 Wochen auf 90 angehoben, also von 50 auf 90. Nicht wie auf dem anderen Déjà-vu-Server, dem Oldschool-Server, von 50 auf 65. Das haben sie direkt übersprungen. Finde ich ehrlich gesagt gut, weil 65 damals war das totale Abfuck. Gewölbe der Schmerzen will sich wirklich keiner antun. An der Stelle Fun Fact, ich glaube, das Gewölbe der Schmerzen gibt es hier im Moment gar nicht. Können wir mal gucken, aber ich glaube, das gibt es hier nicht. Nö, da fehlt der Teleporter. Wo ist er hier irgendwo? Hier, glaube ich, ist der Tempel immer gewesen. Ich weiß nicht, ob sie dem mit Absicht rausgelassen haben. Da muss ich mal nachfragen, ob sie damit irgendwas planen. Ob der einfach beim nächsten Cap reinkommt, um noch ein paar alternative Levelrouten zu präsentieren. Ah, Level 13, sprich, kann man genau gucken. Können wir die Level 17 Axt anziehen? Ah, es sieht jetzt nicht so bedeutend anders aus, aber ich meine, hey, wir haben sie vorher One-Hit gehauen, wir hauen sie jetzt One-Hit, aber der Hammer sieht noch einen Ticken anders aus. Genau, Gewölbe der Schmerzen gibt es nicht. Jo, statt 65 direkt Level 90, finde ich sehr nice. Heißt nämlich auch, dass mit dem Patch die Siegelrüstungen, also die Rüstungen reinkamen, die man loopen musste, 76er und 86er. Bedeutet aber auch, dass es erstmal ein Grind ist, bis man auf dem Level ist. Und der ist anstrengend. Mal anstrengend. Er ist anstrengend. Er ist, was man erwarten würde für einen Classic-Server. Ich meine, es gibt immer den einen oder anderen. Wie nenne ich das? Besonders engagierten Spieler, der nach 4 Tagen dann trotzdem nur am Cap ist, der dann jeden Tag 16 Linien haut, dem sei es auch vollkommen vergönnt, als erster oben zu sein und alle Vorteile zu haben, die man dann eben hat. Aber der Durchschnittsspieler braucht doch deutlich länger. Es pendelt sich so ein zwischen, je nach welcher Klasse man spielt, dass man zwischen 60 und 100% pro Lilie macht. Was in meinen Augen absolut in Ordnung ist. Zusätzlich gibt es in jedem Levelbereich 3 Dailies, die zusammen um die 20% gibt. Also wenn man, ich sage mal, zumindest bis Level 65 pro Lilie 80% haut und noch die Dailies macht, hat man an einem Tag eine Level abgemacht und hat nur eine Stunde und was weiß ich, 15 Minuten gekloppt, was für mich vollkommen in Ordnung ist. Ich formuliere es mal so: Der Schwierigkeitsgrad ist leicht genug, dass die an einem Wochenende das neue Cap erreichen wollen oder ein paar Tagen das können. Aber schwierig genug, dass ich, nachdem ich 17 Level gemacht habe, in Let's Play anfange, weil ich keinen Bock habe zu leveln. Also für mich vollkommen in Ordnung. Finde auch, die Spielerschaft hat es ein bisschen übertrieben mit dem Rumgeflame von wegen, oh, muss dazu sagen, die ersten 5 Chars, die Cap waren alles Mages. Logischerweise Mage stärkster PvE-Char wegen AOEs, Fernkampf, Magieschaden. Braucht man nicht drüber zu reden. Dass eine Mage halt eben schneller levelt als, was weiß ich, ein Highlander zum Beispiel oder ein Tempelritter oder auch ein Königsritter ist für mich selbstverständlich. So sollte das doch sein in MMORPGs, dass es so ein bisschen Unterschied gibt zwischen den verschiedenen Klassen. Ich trinke mal gerade einen Schluck. Dafür sind Wizards, wie auch immer die deutsche Variante davon heißt, PvP nicht so berauschend. Dafür ist die Hexe im PvP natürlich saustark. Aber jede Klasse hat so ein bisschen.
kann das eine gut und kann das andere nicht so gut. Und Mage ist halt mal eine PvE-Massenrasiermaschine. Dafür ist Royal Knight, Königsritter im PvP und im Single Target absoluter Babo später. Also, ich finde, da wurde zu viel rumgeflamed. Es gab jetzt ein paar Anpassungen in der eine AOE, der 38er. Von der Mage wurde genervt, der war auch sehr stark. Und ich glaube, die ganzen Clery, Templar und Hexe, Auto-Hit Attack wurde ein bisschen gebufft, dass die mehr Schaden machen. Also sie haben es sehr human gelöst. Fand dieses Rumgejammere nur mal wieder sehr kindisch und sehr, sehr übertrieben, wenn man sich anguckt. Wie heißt es? Oh. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Da ist es ja auch Premium. Ich habe vergessen, Lehrlinge aus dem Chart zu machen. Ich meine, wir haben die Lehrlingswaffe, das ist egal, aber mit Level 14, glaube ich, hätte es jetzt einen XP-Buff gegeben, wo ich mich nicht hätte müssen daran erinnern, die Scrolls reinzumachen. Naja. So sei es. Ich sage einfach mal, ich habe das Absicht gemacht, um A, falls ihr mitlevelt, euch alle 10 Minuten dran zu erinnern, die Scrolls reinzumachen und B, dass ich mir antrainiere, die Scrolls auch reinzumachen, wenn ich mit anderen Chars level. Genau. Zurück zum Thema. Ja, war ein bisschen drüber. Ich finde, also ich habe gelesen, es wurde diskutiert, ob man vielleicht klassenbasierte XP machen sollte, dass eine Mage weniger XP bekommt als ein Ritter, weil die ja schneller levelt. Also bei aller Liebe, was ein Schwachsinn. Das endet nachher so ein bisschen wie bei WoW. Jeder Char hat einen Kick, jeder Char hat einen AOE, jeder Char hat einen Stun, jeder Char kann eigentlich alles und die Klassenidentität ist komplett verloren und im Prinzip spielst du irgendwas. Jeder macht es gleich, nur die Skills heißen anders. An der Stelle ist es auch wieder so weit, wir können die XP-Scroll erneuern. Sind dann jetzt bei 40 Minuten. Oh, ich sag's, dann mach's nicht. Ganz großes Kino oben. Ja, fand ich ein bisschen drüber, dass da so viel rumgeheult wurde. Ich kann es verstehen, wenn man als Ritter levelt in der Combat mit der Mage und sieht, wie die hunderten Scharen an Sphinxen umkloppt und man selber muss jedes Mob anlaufen und dann da draufkloppen, ist schon ein bisschen Abfuck, aber jede Klasse hat jede Klasse ihre Vor- und Nachteile. Und das finde ich auch gut so. Ich fand's ein bisschen drüber, aber das ist nur meine Meinung. Nimmt das auch, ne, mit einem Korn Salz, weil ich Mage spiele und von dem schnellen Level Speed profitiere und dazu jetzt noch keinen Bock habe zu leveln. Fanden wieder, war nur sehr viel Geflame. Und das sage ich als der, könnt ihr Barcode und Atarix fragen, der König aller Flamer, der sich wegen allem aufregt, wegen allem beschwert, aus Prinzip einfach auch manchmal nur. Fand ich ein bisschen drüber in der Community, was da rumgeflamed wurde. Dann, wo wir gerade bei Flamen sind, ich höre immer ein bisschen Gejammer. Oh, das Droppen ist so schwer, das klassische Droprate. Es droppt nichts und hier und da und wenn dann was fällt, um überhaupt mal nur grün und fünf Siegel zu haben, muss man schon im Lotto gewinnen. Blau und sechs Siegel ist ja schon unmöglich und dann noch sechs Siegel. Evasion und das gute sechste Siegel kannst du knicken. Ich habe nice die Tage abends im Discord drüber geredet, wie er schon 3,5k Samen oder so bei Seelen verballert hat und noch nicht einen B6 Everteil gezogen hat. Kann die Frustration an der Stelle dann so ein bisschen verstehen, aber es gehört halt dazu und es ist Part des Games und ich finde es eigentlich ganz schön, weil so ist auch mal wieder ein B5 Eva-Teil, also sogar ein B4 Full Eva-Teil sind was wert. Vor allem Hosen, weil Hosen, warum auch immer, droppen bei richtigen Arschlochmonstern, Pokerfürsten und
die 76er und die 86er bei diesen komischen Magiedingern im Turm, die auch ordentlich Schaden reinpumpen. Die sind richtig teuer, aber ich finde das einfach geil. Ich weiß noch, als bei dem alten Deja die neuen Caps immer rauskommen waren, da war B5 war quasi Wegwerfware, weil ne, es ging nur drum, B6 Antistone, B6 Cast. Na gut, vielleicht liegt das auch dran, weil es jetzt die ersten Rüstungen sind, aber es gefällt mir auf jeden Fall gut. Wo ich gerade eben Nice kurz erwähnt hat, der 3,5 Samen durchgeballert hat, der hat, ich glaube, die vorgestern oder kurzen Tag oder 2 Tage nachdem wir geredet haben, dann aber ein 87er B6 EVA Cast Helm für Schurken gedroppt. Kann man für gratulieren, ist so ein bisschen ja, wie ist das John Wick Tattoo auf dem Rücken? Irgendwas Fortis Fortuna Advokat Adjuvat. Das Glück ist mit den Tüchtigen oder so. Oder das Glück gebührt den Tüchtigen und sowas heißt das. Da 3,5 Samen durchgeballert bei Seelen, kein Glück gehabt. Turmgang, dann den wahrscheinlich wertvollsten Helm oder das wahrscheinlich wertvollste Stück Equipment gedroppt, was es zu droppen gibt. Kann man ihm mal gönnen und kein Auge machen. Ja, so viel zum Thema Droppen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, wie der Server. Ich hätte mir denn das neue Cap kaum besser vorstellen können. Das war die optimale Kombination aus genug Neuem, dass es was zu tun gibt. Ich meine, es geht wohl eher auch in die andere Richtung, zu viel Neuem, so viele 40 neue Level und dann Ägea dazu, Turm dazu und so weiter. Aber man hat einen Anreiz zu leveln, wenn jetzt 65 rausgekommen wäre. Alter, was. Ob ich jetzt die 50er Rüssi anhab oder die 70er Rüssi anhab, who gives a fuck? Also, da sehe ich so den Vorteil absolut gar nicht. Aber so eine 73er Waffe und die 76er Rüssi und dann das 85 und 86er Pendant dazu und der 70er Skill, das ist schon Motivation zu leveln. Vor allem, wenn man eine Klasse hat, wo der 70er Skill richtig geil ist, sei es jetzt wieder Mage oder Ranger, richtig geiler 70er Skill, Royal Knights, Babo Skill. Da macht das richtig Bock. Da hat man richtig Bock drauf, die Levels zu machen und mit den Dailies. Ich sag mal, das gab es ja ab 32, für die, die es jetzt wirklich nicht kennen. Ab 32 gibt es zwei Sphinx Dailies. Oh. Wer ist das denn? Die Kollegen kennen wir doch. Am gespawnt, scheint so. Ich glaube, den packen wir noch nicht und ich sehe es jetzt auch nicht ein. Können wir schon ab Level 20 General Chat? Ich sehe es jetzt auch nicht ein, umzuloggen oder irgendeinen anderen Char ranzuholen. Vielleicht kommt ja gleich einer angerannt. Können wir noch zugucken, ob die Person auch noch Glück hat und vielleicht wertvollen Schmuck droppt oder nicht. Ich denke, ab nächstem Video. Wenn er nochmal spawnt, ist er drin. Dann hau man um. Jetzt sind wir noch ein bisschen zu. Ich denke, 15 ohne Pötte ist noch ein bisschen ambitioniert. Muss ich vielleicht mal ein paar Sachen von einem anderen Char rübergeben, Nähens und so weiter. Und dann klatsch mal den mal um, den Kollegen. Vielleicht haben wir mal Glück. Zurück zum Thema. Cap eigentlich sehr nice. Insgesamt, es gibt genug zu tun. Ah, das habe ich euch schon gesagt. Ich war bei den Sphinx Dailies. Mit 32 kriegt man zwei Dailies im Draht dann, wo man ein paar Sphinxen killen muss, die auch jeden Tag 15% kriegen. Was in meinen Augen mit Abstand die beste Idee war, die sie auf dem Server hier hatten, Dailies einzuführen. Von wegen, der Kollege. So, ein bisschen Angst machen. Ich glaube, das ist der höchste Highlander hier auf dem Server. Muss mal Respekt zollen. Können wir uns mal angucken, den Kollegen. Sieht richtig nice aus, der Dude.
85er Waffe richtig nice. Die 70er Rüssi oder zumindest das 70er Oberteil. Hut ab. Hut ab. Geiler Schinken. Diese Dailies, bei denen man auch Flat 7 oder 8 oder bei einer auch, glaube ich, 4% XP bekommt. Richtig nice Idee, vor allem, ich meine, daraus ist die Idee entstanden. Wer früher als C gezockt hat, da war das Basic-Gruppenplay war bei Sinxen. Vierergruppe mit Level 30 zu Sinxen und dann da gelevelt, was weiß ich, 0,8% pro Sinx bekommen oder so. Kann auch deutlich weniger gewesen sein, ich glaube, mich an sowas zu erinnern. Und dann da einen ganzen Tag Sinxen gekloppt, möglichst Dauerstun, eventuell sogar noch einen Healer dabei gehabt. Aber das war, glaube ich, eher später bei Boka-Magiern. Das war noch so richtig MMORPG, dass man Healer braucht. Ist ja jetzt außer PvP auch komplett verloren gegangen hier in dem Game. Da dann zu sagen, okay, komm, es gibt eine Daily, die man auch als Gruppe machen kann. Killt mal 50 von jedem Sinx und 20 von jedem Elite-Sinx und dann kriegt er 15% Flat EXP. Schon eine richtig geile Sache. Und das dann weiterzuführen, sodass man, wie heißt es, konstant, wenn man sich ein bisschen, man muss ja auch immer keinen Bock hat, eine Liga zu machen, dann die halbe Stunde die Dailies zu machen, kriegt man im höheren Bereich, ich glaube ab 56 sind sogar 25% jeden Tag und ab 66 dann 21% noch jeden Tag, was vollkommen okay ist. Mal da noch eine Liga haut, wie ich am Anfang oder vor einer halben Stunde auch schon gesagt hat, ist man dann bei einem Level pro Tag. Das ist ja absolut schmackhaft. Kann man sich ja nicht beschweren. Zusätzlich, ich meine, man darf, glaube ich, so viele Accounts haben, wie man will. Man darf nur auf 5 Stück maximal voten, wobei sie das jetzt auch wieder angepasst haben, dass man mit VPN oder mehreren Geräten, also yikes, man kann 4 Clients gleichzeitig aufmachen. Also theoretisch könnte jemand eine Level 50er Schurken, ein Level 44er Ritter, eine Level 43er Schurken und eine Level 39er Kleri haben und mit der Vierergruppe, oh, der Timer ist schon wieder abgelaufen, also dran denken. Neuer XP-Scroll rein. Könnte eine Person mit einem solchen Sammelsurium an Chars jeden Tag schnell eine halbe Stunde, wie lang braucht diese Person? Ich glaube 20 Minuten, 25 Minuten, die Sphinxen runterzuhauen und ich nenne es jetzt mal passiv, obwohl man ja aktiv was machen muss, und haut dann passiv jeden Tag auf 4 Chars 15%. Ist halt schon sehr schmackhaft und im Long Run werden wir die mit dem Char natürlich auch mitholen. Ich meine, 15% am Tag, da brauchst du immer noch fast eine Woche für ein Level Up, aber es happert sich halt auch mal. Wenn man dann mal noch hin und wieder eine Lilie schmeißt, vor allem später ab Level 51, wo es dann Richtung 20, 25% geht mit 56, ja, sind es auf einmal nur noch 4 Tage und man hat ein Level Up. Und später mit 66 vor allem, wenn dann anfängt, dass eine Lilie vielleicht schon noch 50 oder 60% gibt und du kannst halt diese 21% jeden Tag mitholen, ist es halt einfach ein sehr schmackhaftes. Richtig nice. Wortfindungsstörungen. Jo, wir sind jetzt auch schon bei den letzten 10 Minuten von der Lilie. Ich glaube, wir schaffen tatsächlich 17 nicht. Hätten sollen nicht so trödeln oder vielleicht einfach in den Procyon gehen. Aber so ist es. Dann haben wir im nächsten Let's Play die Erfahrung, dass wir Level 17 machen, die Lehrlingswaffe anziehen und dann die Dailies hauen. Und vielleicht haben wir dann auch noch eine Stunde. Ich glaube, ich habe noch ein paar tausend Samen auf dem anderen Char. Man muss hier zwar keine FP-Samen vor, sorry, keine FP-Vorfarmen Procyon, weil man eigentlich auch bei den normalen Monstern seine 0,2 FP bekommt, was sich jetzt wenig anhört. Aber wenn man irgendwie 400 Monster für Level up killt, macht man pro Level dann doch nochmal seine 100, 200 FP und
Wenn man das auf Level 90 hochskaliert, kann sich jeder selber ausrechnen, wie viel FP man dann hat. Genau. Trotzdem bin ich immer ein Freund davon, einfach mal 10k FP im Lager zu haben, sage ich mal. Fühlt man sich besser. Da hat man immer seine Reserve und muss nicht drüber nachdenken. Und ich denke, das wird man hier auch machen. Hauen wir irgendwie im nächsten Video eine PSZ rein. Und kloppen mal eben 500 FP Samen Procyon durch. Dann haben wir auch unsere 10k FP. Ich glaube, sie geben 20 FP pro mit allem drum und dran. Genau. Dann haben wir da mal ein Polster und dann können wir uns ganz aufs Leveln und aufs Questen konzentrieren. Ich hoffe natürlich, dass, falls ihr parallel eine Lilie knallt, das bei euch genauso produktiv ist wie bei mir. Ich glaube nicht, dass ihr 15 Level oder 14 Level gemacht habt, aber hoffentlich habt ihr Glück im Spot, eine große Combat-Gruppe und den besten Platz auf dem Spot erwischt, sodass ihr ordentlich die Mobs kloppen könnt. Das ist auch so eine Sache. Das haben sie auch gut gelöst. An den meisten Spots, wer OG LC kennt und an manchen Orten hier rumläuft, der wird sich wundern, wie viele Sphinxen, wie viele Monster vor allem in Egea da rumstehen. Das haben sie auch gemacht. Ich meine, könnt euch vorstellen, wer Cap 90 rauskommt und alle leveln bei denselben zwei verschiedenen Mobs und es sind 100 Spieler online, wie es dann da aussieht. Und generell, die Maps sind halt nicht ausgelegt, dass 50 Leute oder selbst sind es nur 20 Leute im gleichen Levelbereich leveln müssen. Es gibt nur einen PvP und einen Non-PvP-Channel. Da steht man sich schnell auf den Füßen, deswegen ist es auch eine gute Idee gewesen, da ein paar mehr Monster hinzusetzen. Freut natürlich jeder AOE-Mage, vor allem wenn man dann so einen guten Sphinxen-Spot hat und da mal durchjodeln kann, ist schon Schmackofatz. Kann ich euch erzählen. Wird aber auch als Nahkämpfer geil sein, wenn die Monster so nah beieinander stehen und man nur 3 Schritte gehen muss und nicht 80% von der Lilie irgendwie Travel Time ist. Wie sieht es hier eigentlich aus bei dem Drake? Der ist auch schon bald Level 14. Wo wir gerade Level 16 werden. Ah, vielleicht gucke ich mal, dass ich da noch eine Platin Petpille AFK, na, nicht AFK, oder wahrscheinlich schon AFK, aber nicht gefilmt, kloppe. Dass man eventuell im nächsten Video das Level Up auf 16 zusammen haben und sehen, wie er vom Drachling zum Drake wird, wäre auch eine cute Story. Ja, ansonsten, das waren so die zwei Themen, Cap und Plan für den Char generell, die ich die Stunde ansprechen wollte. Die habe ich jetzt durch. Irgendwie muss ich noch die letzten 4 Minuten totschlagen, kriegen wir auch noch hin. Checke nicht so ganz das neue Creator-System von Barcode irgendwie, wenn man Let's Play macht oder Meme-Edits, nenne ich es jetzt mal. Das ist das, was ich vorher mit Déjà-vu Classic Experience gemacht habe, glaube ich. Wenn man da die hochlädt, hat man die Chance auf 2,5k Cash die Woche. Aber ein so Video ist nur 2k Cash wert, also muss ich dann zwei von denen machen oder erwartet dann Let's Play und eins der minderwertigeren Videos, sprich sich mal eben 2 Minuten beim Leveln filmen und sagen, ich bin Creator, wo man 4 von machen kann und maximal 2k Cash kriegt, also will er so eine Kombination. Ich würde den Knaben nachher mal fragen, was er erwartet. Natürlich auch das Maximum an Cash bei uns ankommt oder bei mir ankommt, dass ich die Chance habe, vielleicht doch noch die 32er Rüssel zu kaufen, um hier auch Maximum an LC Experience rauszuholen, was so zu holen ist. Mal schauen. Das muss ich auf jeden Fall noch klären und dementsprechend schaue ich mir dann an, wie viele von den Let's Plays die Woche ich rausbringen kann. Ich will nicht sagen, ich ziehe das durch, nachher mache ich nur das hier Video und habe dann keinen Bock mehr,
weil eine Stunde labern doch schon anstrengend ist. Vor allem, wenn man nur noch einen Sputzfleck Sprudel in der Flasche hat und sich vorher nicht genug zu trinken geholt hat. Ja, kann ich auch vielleicht noch ein bisschen improven. Aber ja, dann schauen wir mal, ob das vielleicht zweimal die Woche drin ist. Wenn das per One-Take geht und nicht viel Edit, also und damit kein Edit und keine Renderzeit braucht, denke ich, ist das auf Dauer gut machbar. Und ansonsten, was haben wir noch? Eine gute Minute auf der Lilie. Ah, Level 17 nicht ganz drin. War ein bisschen langsam unterwegs. Egal. Trotzdem Spaß gemacht. Dann, falls es jemanden gibt, der sich das Ganze gegeben hat, Respekt. Falls es auch noch mehr als einen gibt, die das jetzt hier noch hören, schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Lacht mich aus, weil die Qualität minderwertig ist. Schreibt mir, dass ich scheiße bin, ist mir egal. Gibt aber auch gerne konstruktive Kritik, ob ihr Musik dabei haben wollt, ob ich die Soundeffekte ausmachen solle, weil es einfach redundant ist, alle 5 Sekunden zu hören, wie ein Drake stirbt und ich mit meiner Axt zuschlag. Schreibt das gerne rein. Das hier ist so ein tatsächlich ein Pilot. Das ist die erste Folge. Ich wollte das mal ausprobieren, ob das was ist, was mir Spaß machen könnte. Weil den Titan will ich auf jeden Fall spielen und so. Habe ich so ein kleines Projekt vor mir, wo vielleicht die eine oder andere Person sich auch noch was davon abziehen kann. Genau. Da wird schon nach den 66er Dailies gefragt. Vielleicht mache ich die mit meiner Mage auch noch. Sehe mich aber eher noch jetzt irgendwie auf YouTube verschimmeln. Ein paar Videos gucken. 11 Sekunden auf der Lilie. Ein paar Mobs holen wir noch mit. Gebt gerne Feedback. Sagt gerne, was ihr davon haltet. Egal wie positiv oder negativ. Was ihr gerne sehen würdet. Was euch gut gefallen wird, genau. Sagt mir das einfach und dann gucke ich, ob ich das in den nächsten Videos umsetzen kann. Der Countdown lief noch einmal aus. Das sprich, eure Lilie wäre jetzt auch um. Wenn ihr ganz Banane seid, guckt euch das Video gerade nochmal an für die zweite Lilie. Dass er die Timer nicht verkackt, macht's nicht. Ich glaube, einmal anhören, was ich hier vor mich her schwadere. Reicht vollkommen aus, wenn das jetzt schon zu viel verlangt ist. Viel mehr bleibt eigentlich jetzt zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet Erfolg in eurer Lilie oder auf dem Klo oder wo auch immer ihr hier sitzt und euch das anschaut, durchskippt oder wegklickt. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und würde mich tatsächlich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder sehen würde. In diesem Sinne, bei mir ist es 10 Uhr abends. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns online im Discord oder hören uns hier in den Let's Plays. Peace out.